Erstmal ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft auf dem Megaprojekte-Server. Ja, heute mal auf der 1.8. Erstmal nur eine kleine Vorstellung. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier von dem Projekt eine kleine Reihe erstellen werden. Ich vermute mal, dass vielleicht der ein oder andere von denen, die mitspielen, hier auch ein bisschen was aufnehmen wird. Weiß ich noch nicht. Wird sich, denke ich mal, im Laufe ergeben, vermute ich einfach mal. Und zwar ist das ein ganz normales Survival-Projekt. In Anführungsstrichen normal. Und zwar starten wir hier. Ich bin momentan noch im Kreativmodus und auch noch OP. Das OP werde ich aber, sobald das Projekt startet, hier wegnehmen. Und dann hat auf diesem Server, hier ist auch nur diese Map drauf, keiner mehr OP. Es ist eine einfache Insel. Hier ist nicht viel drauf. Ringsrum ist nicht viel. Um genau zu sein, eigentlich fast gar nichts. Wir haben halt einfach nur die Insel. Ich werde mal eben hier kurz noch mal ein bisschen Tag machen, damit man es sehen kann. Und ja, hier spawnen mit ein bisschen Glück ab und zu mal Tiere. Einzige Nahrungsquelle momentan erstmal hier. Dann haben wir... Hier vermute ich, geht es runter in eine Höhle. Würde ich mal so sehen. Man wird ein bisschen aufpassen müssen, weil sonst hat man hier gleich Wasser im Keller. Dann gibt es eine Kiste. In dieser Kiste befinden sich zwei Weizenkörner, ein paar Äpfel, damit man nicht gleich stirbt, eine Melonenscheibe, ein Fichtensetzling, ein Birkensetzling, ein Tropenbaumsetzling, ein paar Fackeln, eine Leine, eine Angel, drei Diamanten und vier Stöcke, sowas. Das ist das, was sich in dieser Kiste befindet. Und mehr gibt es zu Anfang nicht. Wir haben diese Insel, wir haben den Inhalt der Kiste, ja, und ich hoffe ein paar motivierte Mitspieler. Ja, es ist noch in Anführungsstrichen ein offenes Projekt. Die Vermutung liegt momentan so bei 3 bis 4 Spielern. Als kleinen Zusatz haben wir hier nur Permission X drauf, Autosave World, Sexy Heads. Ich weiß nicht, was es ist, ich habe es einfach mal drin gelassen. Und das Plugin Solar Apocalypse. Und zwar werden wir, sobald hier die ersten Spieler eintrudeln, die Apokalypse starten. Wir haben es testweise mal gemacht. Man hat ca. 6 Minecraft-Tage Zeit, um sich, ja, ich sag mal, einen relativ sicheren Unterschlupf zu schaffen, der, wie wir festgestellt haben, nicht im Freien sein sollte. Dann ist es so, dass man am Tage wird es immer schlimmer, es wird immer heißer. Es ist teilweise so, dass die Meere anfangen auszutrocknen. Das Meer kriegt dann nicht mehr so eine glatte Oberfläche, sondern ja, in der Nacht friert es halt. Es wird zu Eis. Dieses Eis schmilzt am Tage, wird nicht zu Wasser, verschwindet halt einfach. Dann fallen vom Himmel hier so Lavabälle, die teilweise dann auch zu kurzen Flüssen führen können. Das Gras fängt an auszutrocknen oder wegzutrocknen, dass man nur noch eine Erdoberfläche hat. Die Bäume fangen irgendwann an zu brennen und all solche Spielereien. Also es wird auf jeden Fall sehr lustig. Denken wir mal einfach so. Und ja, ich hoffe einfach, ihr habt Spaß dabei, da zuzusehen, wie wir uns sozusagen zum Affen machen. Und ja, mehr kann ich erstmal dazu nicht sagen. Es ist halt, wie gesagt, ein kleines Ankündigungsvideo nur. Ich gehe mal davon aus, dass wir nicht so großherrliche Ankündigungen vor den Videos machen werden, sondern wir werden einfach starten. Aufnahme startet und fertig ist gewesen. Kein großes Tralala mit heute ist dabei und so ein Völlefanz. Werden wir nicht machen. Lasst euch einfach überraschen. Ich denke mal, das soll es für
die Ankündigung auch erstmal gewesen sein. Es ist ein bisschen Hardcore-Survival. Es ist hier Difficulty 3, glaube ich, oder so. Also wenn es noch höher geht, werden wir es auch noch höher stellen. Natural Regeneration haben wir normal an. PvP ist aus und ja, man sieht halt hier, es ist nichts in der Nähe. Problematik wird dann halt eben sein, wie gesagt, wir haben es auf 1.7 getestet. Wie es jetzt in der 1.80 fällt, weiß ich selbst noch nicht. Das Meer friert halt irgendwann zu. Das heißt, wenn wir hier mit Booten unterwegs sind und kutschen gegen so einen Eulen-Eisblock, ist das Boot halt wie die Titanic untergegangen. Das heißt, man sollte mehrere Boote mitnehmen. Man kann nur ja mehr oder weniger in den Abendstunden oder in den Morgenstunden los, weil tagsüber fallen die Lavabälle vom Himmel und es ist so brüllend heiß, dass man halt einfach verbrennt. Und in der Nacht ist es halt so kalt, dass wenn man keine Fackel gesetzt hat, halt einfach erfriert und somit halt auch Schaden bekommt. Es wird bestimmt lustig. Ich denke mal, lasst euch überraschen, wie viele Folgen es davon geben wird. Steht auch noch in den Sternen. Ja, wir werden einfach starten und hoffen, dass wir viel Spaß haben. Ich sage einfach mal danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr schaltet ein, wenn es dann wieder heißt Survival Hardcore oder wie auch immer. Ich weiß noch nicht. Name ist uns noch nicht eingefallen. Macht's gut, haut rein und tschüss.